Hallo und herzlich willkommen bei GOPTV. Ich bin euer Moderator Zartonar und heute im Studio bei mir ist der gute Sicherheitszwerg Darth Shillog. Leider Gottes konnte der Azent heute nicht. Deshalb habe ich mir den Sicherheitszwerg Shillog eingeladen. Ja, warum Zwerg? Er trainierte ja lange die Orksen, aber nun ist er zu seiner eigenen Rasse zurückgekehrt, zu Zwerge. Da freuen wir uns doch richtig drauf, oder Shillog? Ja, was heißt zurückgekehrt? Ich wurde überfallen. Aber ja, ansonsten freue ich mich natürlich auf meine eigene Rasse mal wieder. Ja, wir werden sehen, mit was er antreten wird. Wird es einen Todesroller geben, ja oder nein? Oder auch anders, diese Entscheidung noch in der Zukunft. Aber nun gehen wir einmal zurück. Ja, vor 2 Tagen spielte Suaron gegen Fuchs. Erster gegen Zweiter. Das war ein Spiel. 5 Tote. 2 Apotheker. 3 Regenerationen. Und am Ende siegt Fuchs, aber wie? 3 Spieler nicht mehr brauchbar. Eine fast zerstörte Mannschaft. Und dennoch kann er noch Meister werden. Er und Attiko haben es in der Hand, denn sie haben Suarons Spitzenlauf ausgebremst. Dieses Spiel, liebe Zuschauer, könnt ihr am Sonntag auf Writing Bulls YouTube-Kanal sehen. Es wird Sonntag 17 Uhr kommen. Darauf freue ich mich natürlich sehr. Aber nun genug geredet, lieber Shillog. Lass uns doch den ersten Gast mal interviewen. Was denkst du? Oh, da bin ich dabei, da bin ich dabei. Hauptsache, das Bier stimmt. Sehr schön. Und da kommt er auch schon. Huch, was machst du denn hier? Seh mal, Shillog, das ist doch der Azent. Oh Gott, der Goblin, der die Baumschmuser leitet. Hallo, hey. Azent, ich dachte, du hast heute deinen freien Tag. Ja, tja, da siehst du mal, du welche Überraschung nicht gut bin. Eieiei. Aber was macht ihr denn hier? Wir haben versucht, deine Position auszusourcen an Shillog in der Unterhaltung hier im Studio. Bin nicht sauer, weil Team Hydra tot ist und dein Team so gut performt. Nein, nein, nein. Was? An diesem Giftzwerg? Willst du mich verarschen? Ich glaube, es mag. Sicherheitsoger, Sicherheitsoger! Na gut, aber jetzt. Nein, dieses Mal werden die mich nicht aufhalten. Das reicht Bier! Die Hydra ist zu Recht kaputt gemacht worden, weil die unfähig waren. So sieht's aus. Nun gut. Aber zurück zur Sache. Team Hydra ist zerstört. Darauf trinken wir ein. Ja, mein lieber Bruder Soran Lahm muss mit einem neuen Team antreten. Das tut uns allen nicht leid, oder? Stoßen wir drauf an, Freunde. Definitiv. Auf einen schönen Elfenblutwein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da stößt doch bestimmt Shillog der Zwerg auch mit uns an, oder? Ah, logisch, aber Elfenblutwein, pfui. Natürlich nur ordentliches Zwergenstarkbier muss es sein. Gut, aber jetzt zu etwas anderem Schönen. Lieber Azent, gratuliere. Du hast den Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Juhu! Doch, hast du etwa an mir gezweifelt? Oh, natürlich nicht, natürlich Im nicht. Im Gegensatz zu deinem Bruder, dem Soranla. Ja. Naja. Soranlas Team hat auch nur noch einen Teamwert von 770. Er ist halt auf Arayus seine Zwerge getroffen. Wer das sich ansehen möchte, das Spiel ist sehr interessant. Oben seht ihr natürlich jetzt Plesi Dekor mit Orky Porky Flower Power. 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Azent, du kannst an diesem Spieltag doch tatsächlich an Plesi vorbeiziehen. Wenn du den Sieg einfährst, bist du Platz 1. Was wirst du denn schaffen? Wenn du unentschieden spielst, zieht ihr gleich auf. Dann geht es um die Touchdown-Verhältnisse. Du gegen Orky Porky. Mein Ziel ist ganz klar der Gruppensieg. Und da muss ich dem lieben Kevin danken für seine Schützenhilfe. Denn ohne seine Schützenhilfe hätte ich nicht keine Möglichkeit mehr gehabt, an Orky Porky Flower Power vorbeizuziehen. Doch so sind die Karten neu gemischt. Und ja, ich hoffe, dass ich das am Ende das glückliche Rennen habe. Ja, der Aufstieg ist ja sicher. Der Aufstieg bei dir und bei Mrs. Orky Porky ist ja sicher. Es steigen aus dieser Liga 3 Leute auf. Definitiv. In dieser Ebene. Du und Plesi sind schon mal sicher. Ihr habt aber noch eure Spiele. Du spielst ja noch gegen die Xbox-Coaches. Das ist Itzedome mit seinen Untoten. Der ist gar nicht mal so ein leichter Gegner. Und am letzten Spieltag, da freue ich mich ja besonders drauf, du gegen die Minion des Bullens. Zwerge. Ui. Ja, ich glaube, ich habe das glückslos gezogen in den letzten beiden Partien, einmal gegen Untote spielen zu dürfen und
danach direkt gegen die Zwerge von Marius. Das werden auf jeden Fall herausfordernde Partien für mich werden. Ich werde mein Bestes geben. Ich habe mein Team, denke ich, gut aufgestellt. Und ja, letztendlich wird Naffel oder eventuell ein paar Bestechungsgelder dann zeigen. Ja, man sieht halt, du hast halt einige Spieler nicht im Team gerade. Man sieht, du hast zurzeit 9 Spieler, hast aber 90.000 auf der Kante. Sparst du auf den nächsten Wiederholungswurf? Kann das sein? Ich bin noch am Überlegen. Entweder kaufe ich mir für die kommende Partie noch einen Fänger. Zwei Fänger willst du spielen, also mit einer Zweifänger-Taktik. Genau, damit ich halt mehr Mobilität habe und der Gegner und das Spiel breiter zu fächern. Mhm. Oder ich bleibe bei den zwei Lohnern und hole mir halt den dritten Reroll, weil es halt einfach mit den Elfen sicherer ist. Doch, das ist noch nicht final entschieden. Ich hoffe auch, dass... Ja, aber warte, Schillock. Ich hoffe, das Namenskonzept bleibt trotzdem erhalten. Definitiv, definitiv. Obwohl ich bereits einmal einen Klon aus einem Paralleluniversum bekommen habe. Ja, Alphonse McKenzie ist zweimal im Team. Kampftänzer und Fänger. Ja, wir haben halt daran experimentiert, die Kampftänzer zu ersetzen, die wir verloren haben, und auch andere Linemen, also unsere Agenten, die wir verloren haben im Spiel gegen Paisley Decor. Ja, und das Experiment ist, wie man sieht, schiefgegangen. Und dann war, anstatt ein Klon, hatten wir dann einen Zwilling, kann man sagen, oder eine Kopie aus dem Paralleluniversum. Doch diese Kopie hat sich entschieden, Kampftänzer zu werden anstelle eines Fängers. Ja, also habe ich zwei Alphonso McKenzies im Team. Sehr, sehr interessant, sage ich dazu. Aber jetzt kommt Schillock seine Frage. Ja, und zwar, sag mal, Azent, Agent G, ich habe gehört, der soll ganz gut im Training sein. Was bringst du ihn als nächstes bei? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es wird ausweichen werden, definitiv. Ausweichen oder Wrestle, also Ringen. Ich würde sagen, gib ihm Ringen. Du hast noch keinen mit Ringen im Team. Ja. Du spielst, den stellst du an die Line und du spielst ja, musst ja Lücken bauen. Du spielst jetzt gegen Zwerge, wo dir das Ausweichen nichts bringen wird. Und bei den Untoten, denke ich, ist es auch eher schlecht. Ich würde es Ringen vorschlagen. Ja, ich denke, es wird Ringen, genau. Ich hoffe, dass ich im nächsten Spiel noch Agent B leveln kann. Dann hätte ich eventuell zweimal Ringen im Team. Mhm. Das würde mir gegen die gegen Zwerge von Arius sehr helfen. Auf jeden Fall. Es wird sicher ein hartes Spiel. Aber, liebe Zuschauer, mehr dazu natürlich, wenn dieses Spiel geschlagen ist. Und wir geben, ich glaube, in die Werbung. Ja, diesmal ist es keine rollenspielerische Werbung. Es ist eine Werbung in eigener Sache. Wir vom Team GobTV, Kari, ich, Dari und die vielen, vielen Helfer würden gerne mehr Spiele von euch zeigen oder auch Spielberichte davon machen. Dafür schreibt uns, wenn ein Spiel super war und wir das nicht live gezeigt haben, doch einfach, ey, guckt euch das Spiel doch mal an. Die Mädels freuen sich darüber, einen Spielbericht von euch machen zu können, den wir dann vielleicht auch hier in GobTV berichten oder im Forum schreiben. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr meint, euer Spiel wäre ein sehr interessantes Spiel und wir können es einrichten, dass wir es live zeigen können, sei es auf unserem Kanal oder auch mal auf Writing Bulls Kanal. Von daher, schreibt uns im Forum, wenn ihr etwas Schönes habt. Darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen in der schönsten Kategorie bei GobTV, der Tod der Woche. Heute mit Schmerzen, Glocken und Tod. Ja, alles in allem. Es ist der 16. Zug im Angriff vom Krebsgeschwader. Fuchs hat den Sieg in diesem Spiel dazu geholt, aber Nörgel will natürlich noch einmal zeigen, was es kann. Und hier zum Genießen für euch ein wunderschöner Spielzug. Zuerst 3 Würfelblock auf einen Zwerg durch das Unterstützen. Und der Zwerg geht, schön auf die Hörner genommen, eieiei, verletzt zu Boden. Aber nichts Langfristiges. Aber das lässt sich den Nörgel nicht sagen. Wieder ein 3-Würfelblock auf den Hobgoblin. Und auf die Hörner. Hobgoblin geht zu Boden. Oh, da ist ja nichts passiert. Was soll das denn? Nur gelähmt? Quatsch, da springen wir doch mal nach. Zerquetschen. Und K.O. Doch, was ist Nörgel, wenn er euch nicht alle 3 Dinge zeigt? Ja, da liegt doch noch ein kleiner Hobgoblin. Oh, wie der zweite. Man munkelt, er ist der MVP. Mal sehen, was da Nörgel macht. Er stellt sich rum. Und jetzt kommt es.
Ein fieser Tritt von diesem bösartigen kleinen Rotter. Tack, Tritt. Und tot. Ja, in diesem Spiel hagelte es Tote. Zwei Apotheker musste Fuchs zünden, ein Pyrrhus-Sieg für ihn. Zwei tote Spieler, einen konnte noch retten. Aber auf der anderen Seite sah es auch so aus. Zwei Tote auf Surons Seite. Doch da konnten beide regenerieren. Dieses Spiel ist faszinierend und ihr könnt es euch ansehen auf Writing Bulls YouTube-Kanal. Dort wird es bald freigeschaltet sein. Wir haben dies nämlich live kommentiert. Bis bald und dieses Spiel ist zu Ende. Danke, Soranla, für diesen tollen Bericht von diesem Spiel. Meine Güte, war das ein Tod der Woche. Aber jetzt etwas anderes. Wir haben schon wieder eine Entscheidung durch. Diesmal in den Barrikadenstürmern. Vitellius, Pink is Bright, Die is Right, hat den Durchlauf gemacht. Von der untersten Eingruppierung hat er sich durchgeschlagen, durch die vierte. Diese Saison durch die dritte. Er ist Erster bei sich. 5 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage. Und, ja, liebe Zuschauer, 3 können aufsteigen, aber die Rätrische Garde ist eine Amateurmannschaft, die ausscheiden wird. Das bedeutet, Pink is Bright, Die is Right ist aufgestiegen. Und die Platz 2 und 3 gehen nur noch zwischen der Rätrischen Garde, den Down Under Boys und den Mystic Fall Allstars. Aber Vitellius ist aufgestiegen. Dafür schon mal herzlichen Glückwunsch. Und ich sehe ihn auch. Der alte Camry-Coach, die alte Mummelmumie ist bei uns eingetroffen. Der Pharao höchstpersönlich, der einzigste Camry-Coach der Liga. Vitellius, herzlich willkommen im Studio. Hallo, schön, dass ich heute wieder eingeladen bin. War schon ewig nicht mehr hier. Ja, wir dachten, ihr braucht doch einen langen Schlaf, werter Coach. Auf jeden Fall, nur kurz, habt ihr heute wieder Elfenrippchen hier? Ja, wir haben ein paar Elfenrippchen, aber wir haben auch noch tolle, tolle Chaosburger von dem Spiel zwischen Fuchs und Suaron. Ja, wir zeigen es eben. Aber nun etwas anderes. Souveräner Durchlauf, würde ich ja sagen. 5 Siege, 2 Unentschieden, keine einzige Niederlage, klarer Aufstieg. Wie fühlt man sich da? Man fühlt sich wunderbar, wenn man bedenkt, über wie viele Leichen ich diesen Weg gehen musste. Ja, man hört, Vitellius redet noch etwas schwach. Das ist halt, weil ein untotes Gebiss natürlich noch nicht so gut ist. Deswegen, wir versuchen noch an der Soundqualität, an der Tonqualität etwas zu tun. Aber das kriegen wir hin. Nun gehen wir aber mal genauer auf sein tolles Team ein. Ja, er hat die meisten Tode im Pokal verursacht. Er hat die meisten Tode in der Eingruppierung der 4 verursacht. Er hat die meisten Tode in der 3 verursacht. Denkst du, dass du so weitermachen kannst, auch in der zweiten Liga? Ach, hoffentlich auf jeden Fall, nur ich weiß nicht, ob ich die Tode beibehalten kann. Man wird es sehen, man wird es sehen. Wir sehen hier sehr, sehr gut gelevelte Spieler bei dir. Wir sehen Seltra, 40 SSP. Wir sehen Rakatesh, 52 SSP. Bist du am Überlegen, Rakatesh vielleicht zu ersetzen? Nicht freiwillig. Erst wenn er wirklich nicht mehr kann, wird er rausgeschmissen. Ja. Er hat so viel Erfahrung gesammelt in der Zeit. Ja, aber du hast Pech damit, dass du keine, was ist, Doubles wirfst auf deine Gruftwächter, oder? Bisher in den Leveln. Der Fall ist, das Einzige, was sie bekommen würden, wäre Block. Aber dafür hatte ich die Doubles woanders. Das stimmt, das stimmt. Was sagst du denn, wer ist denn dein bester Spieler in deinem Team? Ach, mein bester Spieler, das wäre wahrscheinlich mein Blitzer Nekaf. Nekaf, dann sehen wir uns ihn doch mal genau an. Meine Güte, ausweichen, Tackle und Knochenbrecher. Das sind ja 3 böse Dinge auf einmal. Du knickst die Knochen, lässt die armen Elfen und anderen Tiere wie Skaven nicht mehr entkommen, aber selber weichst du allem aus? Er war am Anfang auch der Spieler, welcher die ersten Tode verursacht hat, die ersten 3, glaube ich. Das ist natürlich auch toll. Ja, du hast eine interessante Mannschaft. Gibt es denn jemanden, auf den du dich freust in der zweiten Liga? Ja, ihr hört im Hintergrund die Kari, die hustet mir hier die ganze Zeit rein. Das ist leider so, sie ist noch immer schwer krank, aber wir versuchen das hinzukriegen. Worauf ich mich in der zweiten Liga freue? Ich sehe da, wenn ich so einmal drüber gucke, sehe ich da schon ein bekanntes Gesicht, der gute Draconic mit Barkas Hammerstadt. Gegen den habe ich schon häufiger gespielt, zwar nicht mit der Mannschaft, aber schön mal wieder gegen ihn zu spielen. Auf jeden Fall. Du freust dich also auf deinen Aufstieg? Auf jeden Fall. Das ist doch toll. Nun ja, mein lieber Freund, dann sage ich mal dazu viel, viel Erfolg.
Möge der Durchmarsch weitergehen. Vielleicht sehen wir dich in der nächsten Saison sogar in der ersten. Oder denkst du, dass du jetzt erstmal eine Aufsteiger-Absteiger-Aufsteiger-Mannschaft sein wirst? Weil du bist ja noch erst neu. Du kannst ja noch einiges mit der Mannschaft erreichen, oder? Ich glaube, ich bin da schon ziemlich weit am Maximalwert dran. Und mit dem Aufsteigen, ich muss gucken, wenn die Würfel mir gnädig sind, wenn Nafi auf meiner Seite steht, schaffe ich es noch bis an die Spitze. Das freut mich natürlich sehr. Dann auf bald, Vitellius. Wir werden dich bestimmt bald wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und nun schalten wir zur Werbung. Macht Ihnen der Husten wieder einmal zu schaffen und Sie können nicht schlafen? Rucola Hustensirup. Damit halten Sie ihn Husten wach und nicht andersherum. Rucola Hustensirup macht stark wie 10 Oger und auch genauso intelligent. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nicht den verkaufenden Oger, sondern Ihren Apo. Und nach dieser schönen Werbung sind wir wieder da. In der Liga 2b Blutmonde, wo sich schöne Rechenbeispiele nun anstellen können. Dafür übergebe ich natürlich an unseren Chefstatistiker Arzent. Ja, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Nun, was hat die Liga 2b, die Blutmonde, zu bieten? Die ersten beiden liefern sich ein spannendes Rennen. Beide Teams, sowohl die Blumen Group als auch Wassler kostet die Welt 3, haben jeweils 6 Siege und einen Unentschieden vorzuweisen. Mit 19 Punkten liegen beide Teams 2 Punkte vor dem dritten Team, den Famous Generals. Während lediglich Famous Generals noch an beiden Teams vorbeiziehen kann, sind alle weiteren Teams weit abgeschlagen und können nicht mehr auf den ersten oder zweiten Platz vorpreschen. Somit entscheidet sich zwischen diesen drei Teams, wer direkt aufsteigt und wer eventuell in die Relegation einziehen muss. Das einzige weitere Team, was noch die Relegation erreichen kann, unter der Voraussetzung, dass die Famous Generals beide Spiele, die noch bleiben, verlieren, ist das Team von Wolf Dislike, Lost and Damned Resurrection. Alle anderen Teams haben nicht mehr die Möglichkeit, in die Relegation zu kommen und müssen ja um den Klassenerhalt spielen. Was jetzt dabei total interessant ist, sind natürlich jetzt auch die Paarungen, die anstehen. Denn, wie es sein muss in so einer Situation, treffen doch tatsächlich an diesem Spieltag Blumen Group gegen Wassler kostet die Welt aufeinander. Das bedeutet, wenn sie unentschieden spielen, verzögert es sich auf den letzten Spieltag. Wenn sie siegen, wenn einer der beiden siegt, ist sein Aufstieg in die erste Liga besiegelt. Das ist natürlich interessant. Jetzt machen wir mal ein Auge auf die Famous Generals und auf hier auf unsere Lost and Damned Resurrection. Die Famous Generals spielen gegen Chipmunk. Da Chipmunk in dieser Saison einen schwachen Lauf hat, vermuten wir, dass da leider Chipmunk verlieren wird und die Famous Generals sich einen Sieg holen werden. Also wird es natürlich auch für die beiden anderen hart werden, das Spiel gegeneinander zu verlieren. Und Lost and Damned Resurrection, Wolf Dislike, wir vermuten, dass da ein Sieg gegen Konzünger sein wird. Oder seht ihr beide das anders? Doch, ich gehe auch davon aus, dass Chipmunk das Spiel gegen Adrian verlieren wird. Ja, er hat momentan halt so einen kleinen Negativlauf. Während er über den gesamten Cup hinweg keine Niederlage verzeichnet hatte und am Anfang der Saison ebenfalls ein stabiles Team hatte, ja, schwächelt er in den letzten Partien, sodass das Momentum auf jeden Fall auf Adrians Seite ist. Und das andere Spiel, ja, also so wie ich die letzten Spiele von Soul 96 gesehen habe, tut mir leid, Soul. Ich glaube einfach nicht an deinen Sieg. Ja, da haben wir leider für Soul auch einen Negativtrend. Ein Sieg nur diese Saison. Es war eine schwere Saison für ihn. Er und Chipmunk haben halt diese Saison Probleme gehabt. Deswegen sieht es halt so aus. Dann, wenn wir so bleiben, wir sagen mal so, Sandmännchen und Tiernee spielen unentschieden. Dann steht es 6-2. Und dann steht es nochmal, Famous Generals gewinnt, 6-2, dann stehen drei Leute mit 6-2 und dicht gefolgt von Wolf Dislike mit 5-0. Und dann kommt der letzte interessante Spieltag. Die Blumen Group trifft auf Askias Vampire, die langsam aber sicher immer besser werden. Das wird dann für Sandmännchen ein hartes Spiel. Weil Askia will ja in der Liga bleiben, oder? Definitiv. Ich gönne es ihm auch, weil Vampire ein sehr, sehr zu schwer zu spielen Team ist.
Aber ein Fun Fact am Rande. In dieser Liga sind die Hälfte aller Teams, die noch nicht verloren haben in der gesamten Saison. Ja. Und das wären die Blumen Group, was Lacoste, die Welt 3 und die Famous Generals. Absolut. Das ist echt erstaunlich. Das ist auch hart. Besonders wenn am letzten Spieltag, jetzt sagen wir mal so, die zwei oben spielen, gewinnen ihr Spiel. Dann muss Adrian natürlich nachziehen. Und auf wen trifft er am letzten Tag? Am letzten Tag trifft er auf Was Lacoste, die Welt 3. Das bedeutet, Spitzenspiel diese Woche ist, die beiden treffen aufeinander. Was Lacoste, die Welt gegen unsere Blue Man Group. Und am letzten Tag auch nochmal. Also der hat, Was Lacoste, die Welt hat zwei Spitzenspiele hintereinander. Er muss es halt jetzt wirklich, er muss performen. Und die im beiden Idealfall, anderen, im Idealfall, lieber Zartoner, haben wir recht. Und die Blumen Group und Was Lacoste, die Welt 3 spielen unentschieden. Und die Famous Generals gewinnen ihr Spiel an diesem Spieltag. Dann haben wir am letzten Spieltag drei Teams mit 20 Punkten. Und ja, jeder von denen könnte dann halt direkt in die erste Liga einziehen. Das könnte nicht spannender sein. Nee, gar nicht. Und ich denke, ich habe immer noch auf meiner Rechnung Lost in Damn Resurrection, die am Ende noch gegen die Komiker von der Insel spielen. Das wird dann auch noch interessant sein. Die Komiker von der Insel von Legion sind auch nie zu unterschätzen, die Hochelfen. Also es wird halt sehr, sehr spannend. Weil, stellt euch mal vor, Wolf Dislike gewinnt jetzt die letzten beiden Spiele. Dann hat er 6 Siege und es reicht nicht aus, aufzusteigen. Das wäre natürlich hart, oder? Das wäre sehr hart. Definitiv, ja. Und deswegen sage ich immer, in die erste aufzusteigen ist schon hart. Und diese Saison in dieser Liga war super. Aber ich glaube, wir haben wieder eine kleine Werbepause. Wir schalten in die Werbung. Lange auf dem Spielfeld und unter Tage? Das WE-Vibe verlangt trotzdem einen gepflegten Bart. Ritter Kunibert's Bartpflege, wenn das Match mal wieder länger dauert. Jetzt mit verbesserter Rezeptur, auch für anspruchsvolle Zwergenwerte. Besondere Stunden, jetzt auch mit Goldnacket Duft. Und hier noch einmal die Barrikadenstürmer. Für euch, euer Arzent. Ja, liebe Zuschauer, was sehen wir denn in dieser Liga? Wir sehen das Team von Vitellius, die Pink and Pride Dice Ride, die ihren Weg an die Spitze mit vielen Toten gepflastert haben. Auf Platz 2 folgt die Rätische Garde von Chipmunk, die aber ein Amateurteam sind und daher außer Konkurrenz spielen. Nichtsdestotrotz bekleiden sie die zweite Position. Auf Platz 3 folgt die Spremberger Bruderschaft von Chris, eines der wenigen Bretonenteams in unserer Liga. Auf Platz 4 folgen die The Down Under Boys von WildTV, kleine, bigastige Zwerge. Auf Platz 5 Mystic Falls Allstars. Das Team wird gecoacht von Skydiver. Und möge mir verzeihen, aber die anderen Teams möchte ich an dieser Stelle nicht sprechen, da keines der weiteren Teams eine Chance hat auf den Aufstieg. Wobei, apropos Aufstieg, herzlichen Glückwunsch, Vitellius. Ja, auch du von, bist durch. Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Vitellius hat es wirklich geschafft. Rein rechnerisch, es steigen ja 3 aus dieser Liga auf. Vitellius steigt auf. Man kann jetzt sagen, Moment, es könnte ja noch jemand vorbeiziehen. Aber die Rätrische Garde, wie schon gesagt, Amateurteam darf nicht aufsteigen. Wird nach der Liga auch rausgenommen wieder. Die ist ja nur, wenn jemand sein Ticket nicht annimmt, kommen Amateurteams rein. Also fällt die Rätrische Garde weg. Das bedeutet, Pink and Bright 1 und die Spremberger und die Down Under Boys, die machen es untereinander aus mit Skydivers. Jungs, wer davon noch aufsteigen wird. Mathematisch könnte es noch 11 Bonjour schaffen von Quittenbaum, aber dann muss ganz, ganz viel gelingen. Deshalb, meine lieben Leute, sehen wir dann mal in den nächsten 2 Spieltagen weiter. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch wieder viel Spaß, euer Zartoner. Und euer Azent. Und der arme kleine Zwerg Schillock. Bis demnächst. Bist du mal ruhig da hinten? Jo, hey. Ruhe da!